Das Verb lassen sorgt für viele Fehler. Ob du sie auch machst, das finden wir in diesem Video heraus. Lass uns testen, ob du auch diese typischen Fehler machst. Welcher Satz ist richtig? Ich habe mein Handy zu Hause gelassen oder ich habe mein Handy zu Hause lassen. Jetzt denkst du dir, ah ja, das ist doch einfach. Natürlich Nummer 1. Ich habe mein Handy zu Hause gelassen. Ganz genau. Hier benutzen wir perfekt und bilden das mit GE davor. So, jetzt noch ein Beispiel. Und zwar, ich habe mein Handy zu Hause liegen gelassen oder ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen. Welcher Satz ist richtig? An der Stelle überlegt man kurz und denkt sich, ist das jetzt eine Fangfrage? Nein, es ist keine Fangfrage. In diesem Fall sagen wir, ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen. Hier benutzen wir einfach das Infinitiv. Aber wie kann es sein? Wie bilden wir das Perfekt von lassen? In dem einen Fall sagen wir, ich habe mein Handy zu Hause gelassen. Im zweiten Fall sagen wir, ich habe mein Handy zu Hause liegen lassen. Warum tun wir das? Weil wir hier an der Stelle noch ein Verb haben. Das heißt, im ersten Beispiel benutzen wir lassen alleine als einziges Verb. Im zweiten Beispiel haben wir schon zwei Verben, also fungiert das Verb lassen wie ein Modalverb. Und wie bilden wir das Perfekt von Modalverben? Genauso. Wenn das Modalverb allein steht, haben wir hier ein Präfix G. Zum Beispiel, ich habe das nicht gewollt. Wenn wir das Modalverb zusammen mit einem anderen Vollverb benutzen, zum Beispiel, ich habe das nicht machen wollen, benutzen wir wollen einfach als Infinitiv am Ende. Das ist immer noch perfekt, aber zusammen mit einem anderen Verb bilden wir perfekt von Modalverben. Einfach so mit zwei Infinitiven. So, jetzt schauen wir uns an, wie funktioniert das Perfekt von lassen zusammen mit einem Modalverb. Das wird jetzt spannend. Ich habe dir hier einen Beispielsatz im Präteritum aufgeschrieben. Denn wir lernen oft zu Beginn auf dem Niveau A2 oder B1, dass wir die Modalverben einfach im Präteritum benutzen sollten. Also sollten wir einfach sagen, ich wollte mein Handy nicht zu Hause liegen lassen. Klar, ist viel einfacher, weil wir dadurch einfach das eine Verb an zweiter Stelle sagen und die anderen zwei Verben am Ende. Interessant wird es aber, wenn wir es im Perfekt bilden. Und das ist nicht so selten. Ich höre es immer wieder von Muttersprachlern, die das machen. Und diese Form ist nicht nur jetzt für Perfekt wichtig, sie ist auch wichtig für Konjunktiv 2. Denn wenn wir Konjunktiv 2 in der Vergangenheit bilden, kommt uns diese Konstruktion zu Hilfe, denn da können wir nicht wählen, ob wir Präteritum oder Perfekt benutzen. Da müssen wir Perfekt benutzen. Also schauen wir uns das an. Ich habe mein Handy nicht zu Hause liegen lassen wollen. Boah. Hier haben wir jetzt drei Infinitive. Ne? Ich habe mein Handy nicht zu Hause liegen lassen wollen. Also klingt so, als ob man irgendwie so nur Wörter aufzählt. Und tatsächlich ist es aber wichtig, auch in welcher Reihenfolge sie kommen. Na, zuerst haben wir das Vollverb, dann das Verb lassen und dann das Modalverb wollen. Okay, genug Erklärungen. Jetzt bist du dran. Lass uns schauen. Zeig's mir, wie gut du das kannst. Fangen wir mit einem einfachen Satz an. Bilde diesen Satz im Perfekt. Ich lasse mich krank schreiben.
Wie würdest du das einfach im Perfekt sagen? Du kannst es jetzt laut sagen. Ich habe lassen oder gelassen? Hier ist die Antwort. Ich habe mich krank schreiben lassen. Ich habe mich krank schreiben lassen. Warum? Weil wir hier schon ein anderes Verb haben, also benutzen wir lassen im Infinitiv am Ende. Nummer 2. Ich will mich krank schreiben lassen. Wie sagst du diesen Satz im Perfekt? Ich habe Wir haben ein Modalverb. Ich habe mich krank schreiben lassen wollen. Richtig. Hier haben wir drei Verben. Alle drei stehen am Ende im Infinitiv. Und wir bilden sie mit dem Hilfsverb haben. Ich habe mich krank schreiben lassen wollen. Und Nummer 3. Ich hoffe, dass ich mich krank schreiben lassen kann. Jetzt haben wir ein Verb, das Verb lassen und ein Modalverb und das Ganze im Nebensatz. Wie bildest du perfekt daraus? Und an der Stelle hast du es vielleicht richtig gemacht. Vielleicht hast du aber auch hier einen sehr typischen Fehler gemacht, und zwar diesen hier. Viele Leute sagen dann, ja, logischerweise sollte es jetzt heißen, ich hoffe, dass ich mich krank schreiben lassen können habe. Und das ist leider falsch. Warum ist das falsch? Weißt du das? Und wie lautet dieser Satz richtig? Das kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich möchte nämlich sehen, wie viele Leute diese Regel kennen und ob du weißt, wie der Satz richtig lautet. Schreib es bitte unten in die Kommentare. Und wenn das zu einfach für dich ist, kannst du gerne einfach mal diese Frage hier beantworten. Was würdest du gerne mal machen lassen? Oder mit Konjunktiv 2 und ein Modalverb noch dazu. Was würdest du gerne mal machen lassen wollen? So, das ist jetzt wirklich für sehr fortgeschrittene Grammatikprofis. Ich bin gespannt, wer mir diese Frage wirklich richtig beantworten kann in den Kommentaren. Und alle anderen können es einfach versuchen. Wir werden alles korrigieren und kommentieren. So, viel Spaß! Noch mehr Lernvideos und Übungen mit mir findest du auf unserer Webseite www.germanskills.com/grammatik. Bleib dran und wir sehen uns im nächsten Video.